Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Trinity Trigger. Wir sollen uns nun Clay vorstellen, der uns ein bisschen was erzählen will. Und ich denke mal, da gehen wir hin, bevor wir den nächsten Dungeon betreten. Worauf ich mich schon sehr freue, ne? Wir hatten sehr lange jetzt kein richtiges Gameplay mehr, sondern nur diesen Ort hier, ne? Upsala, Moment. Ich danke für, dass ihr gekommen seid. Eure Hoheit. Ach. Nee, ist es schon gut. Bitte, Shian ist okay. Ich fürchte, es wird mir nicht genügen, my lord. Ein Prinz muss richtig ausgesprochen werden. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie noch jemanden vorstellen. Du meinst? Verzeih mir meine Kälte im Schloss, Shion. Du! Was geht hier ab, Sir Clave? Er ist schuldlos. Ich habe dieses Treffen arrangiert. Im Schloss hatte ich keine andere Wahl, als mit so vielen neugierigen Blicken zu sprechen, wie ich es tat. Weil sie alle auf mich quasi raufgeschaut haben. Vergebt mir also die Wahrheit, dass ich die Wahrheit verheimlichte, Shion. Ich war es, der dich weggeschickt hat. Könnten Sie mir da zumindest erklären, warum? Aber natürlich, du hast das Recht zu wissen. Vor 18 Jahren, du und Violet, meine Kinder, wurden geboren. Sie trug das Emblem der Ordnung und du des Chaos. Ein treuer Anhänger von Solius konnten wir den Ruf der Götter zum Kampf nicht einfach ignorieren. Aber der Gedanke, dass meine eigenen Kinder sich gegenseitig bis zu Tode bekämpfen, war mehr, als ich jemals ertragen könnte. Auch wenn es bedeutete, dass die Ordnung siegen und eine Ära des ewigen Friedens einläuten würde. Oder zumindest, ne, dass es halt immer so bleiben würde. Eure Majestät. Als Sir Maris meine innere Unruhe, mein Kampf quasi gesehen hat, hat er sich dazu entschieden, den Krieger des Chaos als seinen eigenen Sohn aufzuziehen. Sein Ruhm und seine Erfolge hat sie alle dafür weggeworfen. Das ist also der Grund, warum er mir nie von meinem echten Vater erzählt hat. Er hat uns beide beschützt. Die Wahrheit hätte dich nur auf diesen unglücklichen Weg gebracht. Sein einziger Wunsch war ein friedliches Leben für dich. Ein unmöglicher Traum ist es jetzt.
Ich habe nicht das Recht, solche Wörter zu auszusprechen, aber... Du musst weiterleben, Shian. Sag mir, wie geht es Maris und seine Frau? Sie sind vor einiger Zeit an einer Krankheit gestorben. Ich verstehe. Da wird meine Schuld für immer unbezahlt bleiben. Ein kurzer Moment, Eure Majestät. Wenn ich darf. Wer hat Ihnen vom Duell der Götter, der Gottkrieger erzählt? Arte, einer meiner Wächter, warum fragst du? Ach, nur neugierig. Danke, dass Sie mir geantwortet haben. Okay. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass ich Sie getäuscht habe, Prinz Shian. Ich dachte, Sie wären sonst möglicherweise nicht bereit, den Worten seiner Majestät Gehör zu schenken. Wenn ich ihren Zorn... Eier bedeutet Zorn, ne? Wenn ich ihren Zorn auf sie mich gezogen habe, dann ist es nur gerecht. Aber seien Sie darüber im Klaren, dass dies der Wunsch von Sir Maris war. Was? Was? Maris hat Als er dich vom Schloss wegbrachte, hat er gesagt, sollte sich Prinz jemals mit seinem wahren Vater vereinen, also wieder zusammenkommen. Möge ihre Bindung erneuert werden und ihre Liebe die vielen verlorenen Jahre überdauern. Das sagte er wirklich? Du musst ja nicht heute die Versöhnung suchen, aber wenn die Wunden deines Herzens geheilt werden können, ich hoffe sehr, dass Sie seine Majestät eines Tages Vater nennen können. Sir Clave. Shian hat gerade erst von seiner Identität erfahren. Ihr könnt ihn doch jetzt alles aufbürden. Warte mal ab, Ellie. Er sagt das nicht, dass man es jetzt sofort machen muss. Nimm dir Zeit und denke drüber nach, Shian. Ah, come on. Guck mich so betrübbelt. Ich sag dir was, ich zeig dir einen Platz mit der besten Aussicht der Stadt. Wir verabschieden uns jetzt, Sir Clave. Ihr habt meine Dankbarkeit. Ja, das war doch mal sehr interessant mit dem Vater. Der ist da nicht so böse, wie man denkt, aber ja, was soll man machen, ne? Jetzt müssen die ja gegeneinander kämpfen, die beiden Geschwister. Und wir machen uns heute darauf, den Axt-Dungeon zu betreten. Da habe ich Bock drauf. Habt ihr auch Bock drauf? Ja, sicher habt ihr Bock drauf. Haben wir ein bisschen rumgekämpft. Im Palace-Part war ein bisschen doch zu viel Gerede und Gelaber. Deswegen ist es mal ganz gut, dass wir jetzt mal richtig so reingehen. Wir können uns wieder schön ins Spiel reinknien.
bisschen was maken hier. Los geht's, ne? Darf ich? Ich brauche eine Spezialerlaubnis für um die Axt betreten. Wieso das denn? Wir sollen zu der Stadt nach Osten gehen. Okay. Ich dachte, ich kann zur Axt. Ich dachte, es ist mir überlassen, wo ich hingehe. Scheinbar doch nicht so. Ja, warum soll ich hier rum? Warum soll ich hier hin? Ich wäre ja gerne zur Axt gegangen. Oh, das sieht schick aus. Hat was, ne? Ach, er wollte uns die Aussicht zeigen, ne? Stimmt ja. Es gibt ein paar Dinge im Leben, die kann man einfach nicht ändern, Junge. Eins davon ist, wie man geboren wird. Und du? Du wurdest als Prinz geboren. Das sind nun mal die Fakten. Aber du musst immer noch deine eigene Entscheidung treffen. Das gleiche gilt für den König. Ich wette, er brennt darauf zu hören, wie du ihn Dad nennst. Das ist für einen König nicht leicht zu fragen. Sir Clayfold hat nur noch euch beiden aufgepasst. Ah, so da na. Du hast recht. Ich schätze, ich hätte es früher oder später sowieso gewusst. Ich werde einfach tun, was ich kann. Am Ende wird alles klappen, wird alles schon klappen. Das ist der Shia, den wir kennen und lieben. Ich freue mich, dich wieder zu haben, Kumpel. Was ist los, Ellie? Du isst immer noch was in dir, frisst immer noch was in dir herein. Was weißt du über die Götter, über das Gottkrieger-Duell? Nichts, nichts seit meiner Enthüllung quasi. Was ist mit dir? Ebenfalls, ich denke, nur wenige Anhänger von der Harmonie sind sich dessen bewusst. Deshalb versuchen sie, diesen Konflikt zu verlängern, indem sie die Krieger heimlich töten. Aber du hast gesagt, Aether hat eine Offenbarung von Gott der Harmonie erhalten, oder? Also, warum also den König vom Duell erzählen? Warum sollte Libra Elise befehlen, den Krieg zu beenden und die Flammen gleichzeitig woanders entfachen? Gib mir nur mal eine Minute. Was ist mit diesem Nero-Typen, der Shian angegriffen hat? Warum versucht die Wächter ihn zu töten, wenn sie doch auf seiner Seite sind? Vielleicht versuchen sie nur einen Skandal zu verhindern. Ein neuer Prinz ist aus nichts aufgetaucht, weißt du? Deswegen. Aus dem Nichts einfach hergekommen und die Leute würden denken, was zur Hölle geht hier ab? Was ist los, Elise? Irgendwas nervt mich immer, stört mich immer noch daran. Was denn genau?
Wir sollten es nicht hier diskutieren. Lass uns zurück ins Inn gehen. Oh Gott, darf ich bleiben in einem Dungeon? Wie oft wollt ihr den Song ins Inn? Gehen wir spazieren oder was? Was für ein unbeschwertes Leben du führst, lieber Bruder. Was zur Hölle? Ach, das ist die Noir. Du sprichst die Prinzessin an, unverschämter Kerl. Zähme, hüte deine Zunge. Trotz seiner unglücklichen Erziehung gehört Shian immer noch zur Familie. Kümmere dich nicht darum, Noah. Wie die Lady wünscht. Ich bin gekommen, um dich herauszufordern, Shian, zu einem Scheinduell. Scheinduell? Lass uns unsere Stärke testen, bevor die schicksalhafte Stunde startet. Es sollte uns beide zugutekommen. Was für eine bequeme Ausrede zu töten. Unverschämt, du vergisst deinen Platz. Du weißt nicht, wo du stehst. Was? Warum sollte ich davon ausgehen, dass die Kriegerin der Ordnung nur ihren Schicksalsfeind überfallen will? Hä? Du musst Elise sein. Keine Angst, solche billigen Taktiken sind nicht meine Würde. Ich bin eine stolze Ritterin und eine Prinzessin. Für beides. Darüber hinaus habe ich nicht vor zu töten, bis unsere Probleme vollständig sind. Oder hast du zu viel Angst, mir gegenüber zu treten? Nein. Du bist dran. Shian? Dann bin ich wohl der Schiedsrichter, hä? Der Kampf gehört auf, wenn jemand Leben in Gefahr ist, verstanden? Verstanden, ich schwöre bei Voyet, der Gott der Ritterlichkeit. Shian. Mach dir keine Sorgen, Elise. Ich hab Xanthus, der mir den Rücken hält, der den Rücken stärkt. Plus, hier mit ihr zu kämpfen würde zeigen, was sie wirklich von all dem hält. Zu Ende gesprochen? Gut. Treffen uns beim Castle, Trainingsgrundplatz da. Meine Güte, ich darf halt nicht heute Dungeon, ne? Dann wahrscheinlich nicht. Na gut. Aber ich muss sagen, wir sind sehr lange hier. Wenn ich hier die Weltkarte gucke, wir haben noch. Ja, ich wünschte, wir würden doch die restlichen. Ich will wissen, was da noch ist, ne? Was da noch auf einen wartet. Ich will erforschen. Neue Gebiete ergründen. Wo ist denn der Trainingsgrund, Quound? Ich weiß, ich wollte auch nur dran vorbei. Da. Sollte ich vorher mal noch speichern? Ich denke, ich sollte vorher mal speichern, bevor ich den Kampf mache, ne? Kein Bock mehr, das Gefasel nachher nochmal anzutun. Gut. Dann gehen wir hin. Das weiß ich nicht. Bist du vorbereitet?
So gut, wie ich jemals sein werde, quasi. Ich denke, ich sollte den Mut loben. Dann lasst uns beginnen. Lux. Du hast mich gerufen, my lady. Ein Trüger? Sicherlich wundert es euch nicht, dass der Krieger der Ordnung auch einen hat. Komm schon, Shian, wir sind in einer Reihe. Ich zähle auf dich. Nun denn. Dieses Match wird im Namen von Solius, der einem Eid gegenüber Wyatt beurteilt. Der Kampf endet, wenn einer der Kämpfer kapituliert oder nicht weitermachen kann. Verstanden. Ich ebenfalls. Okay, dann beginnt. Wyatt Royal Knight. Oh, wow, wow, wow. Alter, was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Das ist alles? Was? Erbärmlich, du kannst mich unmöglich besiegen. Es scheint, ich habe meine Zeit verschwendet. Prinzessin Violet. Was? Muss man auf dieses Duell bestehen? Warum nicht eine friedliche Lösung suchen? Ich wurde geboren als der Krieger der Ordnung. Den Träger des Chaos-Emblems zu besiegen, ist meine heilige Mission. Es ist die Rolle, die mir das Schicksal gegeben hat. Schicksal, hä? Was mit Ihnen, Hoheit? Wie stehen Sie zu dieser Rolle? Was tut es zur Sache, die Götter haben gesprochen? Wir leben unter ihrem göttlichen Schutz. Du würdest von einer Prinzessin verlangen, sich den Willen zu widersetzen, der ihr Volk am Leben hält? Shian, wenn unsere Schwerter sie normal kreuzen, werde ich dein Leben nehmen. Werde ich dein Leben nehmen. Pass auf. Komm, Noah. Ja, mein Lady. Und nächstes Mal, versuchen Sie der Hoheit eine würdige Herausforderung zu bieten. Was ist denn mit ihr los? Sie ist doch die Schlechteste hier. Shian? Shian! Ja, der Kampf war geskriptet, ich konnte nicht gewinnen. Wo bin ich? Oh, zum Glück. Du bist wach. Mach dir keine Sorgen, wir sind im Inn. Also in der Herberge. Die Prinzessin hat dich bewusstlos geschlagen. Also haben wir dich hier zurückgetragen. Ich hatte so viel Angst. Ich bin so froh, dass du dich wirklich schwer verletzt bist. Tut mir leid, dass ich euch das antue, aber danke.
Ich hatte nicht auch eine Chance. Wie soll ich denn diesen Krieg stoppen? Wenn ich nicht mal selbst so stark bin, ne? Wenn ich nicht mal selbst mithalten kann. Hey, Shia, warum gehen wir nicht nach Lavaxia? Lavaxia? Doch, haben wir nie davon gehört. Das hoffe ich auch nicht, das ist schließlich ein verstecktes Dorf. Es versteckt was genau? Der Tempel des Libra, der Gott der Harmonie, und laut dem Großorakel, diese Dualitätsarmer in Lavaxia kann die wahre Kraft der Trigger freischalten. Aber Elise, sie landen es auch extrem gefährlich. Und... Nein, das ist perfekt. Das ist die Chance für mich und Flamme, stärker zu werden. Aber die Anhänger der Harmonie versuchen ihn zu töten. Wird das nicht gefährlich sein? Absolut, alles könnte passieren. Und egal was passiert, ich werde deine Seite sein, Shion. Ich schwöre es. Meinst du nicht wir, Ellie? Das ist richtig. Du hast auch diese Idioten und alle unsere Trigger in dein Team. Du musst diese Bürde nicht allein schultern. Santis. Ihr alle. Ich weiß, du bist stärker als das, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Wirst du mit mir zusammen weitergehen, Flamme? Da weißt du doch schon. Ja, Flamme, danke euch. Sieht so aus, als wenn wir unser nächstes Ziel kennen. Dann lass uns mal auf nach Lavaxia gehen. Lavaxia. Das ist ein Name. Ich würde halt einfach nur gerne wahnsinnig spielen. Wir dürfen nicht in den Axe Dungeon. Neue Quest hat gestartet, was? Travelog. So Old Armor Ruins. Ja, Lavaxia. To the Old Armor Ruins. Travel through Festibane to meet the Grand Material in Lavaxia. Find a way to grow stronger. Wir müssen uns einen Weg finden, um stärker zu werden. Wo soll man hin? Nach Westen? Oder was? Ich habe keine. Wir sollten durch Festibane gehen. Ich find's halt dumm, dass man immer noch nicht sieht, wo man hier muss, ne? Wo unser Zielort ist. Aber wir können jetzt zumindest fast travelen. Stahl? Wahrscheinlich kommen wir einfach hier unten raus irgendwo, ne? Ich gehe mal zur Axt. Kann ich da jetzt rein? Ich glaube nicht, ne? Das wäre es halt. Ich darf da nicht rein. Hätte ich mich anders entscheiden sollen? Wahrscheinlich, ne? Danke. Nein? Ja, wir haben sehr viel Story hier gehabt. In Stahl. Ja, wo es genau hingeht, wahrscheinlich da unten. Deswegen gehen wir von den Slums aus da runter, oder? Na,
Naja, wir werden es sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.